Hallo und herzlich willkommen aus dem Zoo der Minis in Aue. Wir sind heute mal im Serval-Gehege und wollen uns unsere Katze, die Joy, mal aus der Nähe anschauen. Die afrikanischen Kleinkatzen, die wir hier im Zoo ausstellen, sind nämlich ganz interessante Tiere. Wir schauen mal, ob wir sie zu Gesicht bekommen. Serwale leben in Afrika, immer südlich der Sahara, und dort bewohnen die fast in allen Fällen so Grasland. Ja. Die Tiere sind reine Fleischfresser, das heißt also, den kann man mit einem Apfel keine große Freude machen, sondern eher ja, mit Fleischprodukten oder eben tierischen. Serwale sind ursprünglich Einzelgänger, und so werden die oftmals zu zweit gehalten, so auch bei uns. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die zwar nicht absolut gut verträglich miteinander sind, aber solange noch Futter da ist und solange noch Platz da ist, da gehen die sich halt auch mal aus dem Weg, wenn es so sein muss, und dann funktioniert das eigentlich immer super. Ja. Es gibt schon auch hier manchmal so ein bisschen Reibereien, aber das hat dann meistens wieder was mit der Fortpflanzung zu tun, und da, ja, da knackt es und knallt es halt manchmal ein kleines bisschen, aber das beruhigt sich auch wieder und dann ist alles wieder in Ordnung. Die Tiere brauchen ungefähr 70 Tage, dann hat man also Jungtiere. Und das sind meistens so 1 bis 3 Jungtiere. Ja, das sieht man auch hier hinten im Hintergrund. Was bei denen ganz besonders ist, sind eben diese langen Beine, die die haben. Und das ist natürlich ein ja, Nutzen für die Tiere, denn wenn die in Afrika durch das Grasland ziehen, dann sind die aufgrund ihrer hochgebauten Beine, können die ziemlich gut über das Gras hinüberschauen und sehen dann eben dort auch Tiere, die sich dort verstecken und springen dann sehr kräftig drauf. Das sind auch unglaublich gute Springer, die durchaus 3 Meter einfach überspringen können. Ja. Und ihr lasst mir jetzt mal ihren Imbiss, und ich verabschiede mich aus dem Zoo der Minis in Aue. Bis bald!